Passend zur Weihnachtszeit haben wir uns dazu entschieden, Plätzchen zu backen. Aber nicht irgendwelche Plätzchen, sondern Sinnsterne, also Zimtsterne mit unserem Logo. Erstmal haben wir aus unserem Logo unsere eigenen Plätzchenausstecher kreiert. Dafür haben wir ein Modell angefertigt und dieses anschließend mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Hier seht ihr unser fertiges Ergebnis. Dann ging es auch schon ans Backen. Hierfür haben wir zuerst 4 Eiweiß steif geschlagen und dann Puderzucker und Vanillezucker hinzugefügt. Nachdem eine gleichmäßige Masse entstanden ist, muss man ca. eine Tasse davon wegnehmen und für die Glasur später aufbewahren. Außerdem mussten wir 300 Gramm Haselnüsse und 2 Teelöffel Zimt abwiegen und danach anfangs vorsichtig unter den Eischnee heben. Nach einiger Zeit war dies gar nicht mehr so einfach und wir mussten sogar wieder das Rührgerät zur Hand nehmen. Nachdem auch das geschafft war, konnten wir schon mit dem Ausrollen beginnen. Sobald der Teig ca. 5 mm dick war, kam endlich unser Ausstecher zum Einsatz. Nachdem kein Teig mehr übrig war, ging es ans Dekorieren. Wir haben das mit einem Löffel gemacht, geht aber natürlich auch anders wie mit einem Pinsel. Dabei ist ein wenig Geduld gefragt. Aber mit Weihnachtsmusik und genug Motivation ist auch das schnell erledigt. Jetzt müssen sie nur für ca. 30 Minuten bei 125 Grad in den Ofen. Die meiste Arbeit ist geschafft. Und als letztes müssen sie nur noch etwas aushärten und abkühlen, damit ihr euch nicht verbrennt.